Hallo, ich bin Jan Klose, Creative Director bei Deck 13 und wir produzieren das Spiel Lords of the Fallen. Harkin ist ein Verbrecher, der aus einer Gefängniszelle geholt wird, weil in dieser Welt die Armee vernichtend geschlagen wurde, die die Menschheit verteidigen sollte. Das heißt, er und andere Verbrecher sind die Letzten, die in die Schlacht geworfen werden, um sich noch irgendwie zu verteidigen gegen eine unbekannte Macht, gegen die es kein Mittel gibt. Und er hat gerade aufgrund seiner düsteren Vergangenheit als einziger die Mittel dagegen anzugehen, beziehungsweise natürlich nur, wenn der Spieler entsprechend erfolgreich ist. Und damit die Menschheit vielleicht doch noch vor der Auslöschung zu retten. Aber wie er das genau macht, was genau passiert, ist dann wirklich in der Hand des Spielers. In der Vorbereitung versuchen wir eigentlich immer wirklich eine passende Figur auch auf die Spielhandlung hinzubekommen. Das heißt, wir haben ja im Gegensatz vielleicht zum Film, wo wir erstmal in ein Drehbuch starten, haben wir, wenn man so will, Drehbuch und Kulisse oder Spiel und Gameplay. Und die müssen immer zusammenfinden. Das heißt, ich fange nicht nur von der reinen Story an, sage, was wäre denn mal geil, was hat er erlebt, was sind seine Vergangenheitsdinger, sondern was macht er eigentlich im Spiel, was soll der Spieler machen? Und das zusammenzubringen ist halt super schwierig, aber auch super spannend. Im Grunde genommen inspiriert mich die komplette Bandbreite an Kultur. Das kann ein Theaterstück sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Gemälde sein, das können jede Menge anderer Computerspiele sein. Also von daher, alles gibt eigentlich einen Mix und es gibt eigentlich nicht dieses Factsheet, okay, User will das und das haben, Entwickler kann das und Technik kann so viele Polygone darstellen, sondern es ist eher, wäre es nicht cool, wenn wir so jemanden hätten? Und dann stellt man die Fragen, dann sagt man, ja, aber passt das, funktioniert das und so weiter, passt das auf Gameplay, muss er vielleicht ein bisschen anders sein oder sie, kann es eine Frau sein, ist es vielleicht eher ein Outlaw anstatt der scheinende Held und so weiter. Also die Sachen geben dann eine Figur und die ist eigentlich immer besonders, die ist nie eine Figur, die es vorher schon mal gegeben hat. Die Figur ist eher der Anti-Held, die Figur ist ein Verbrecher, die Figur ist böse, die Figur hat Sünden begangen in ihrer Vergangenheit und ich als Spieler muss das annehmen, aber ich kann es verändern, ich kann anders sein dann, ich kann die Figur anders darstellen, wenn ich will, und selber meine Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist das andere Wichtige. Es ist nicht so passend für ein Spiel, meiner Meinung nach, wenn die Figur vorgibt, wie das Spiel ist und wie sie sich verhält. Deswegen muss die Figur zu einem gewissen Teil auch leer bleiben oder offen bleiben. Und ich weiß gar nicht genau, ob sie am Schluss wirklich böse oder gut ist, sondern ich gestalte es mit. Ich bin gut oder böse am Schluss. Das ist das, was ich meinte mit sich reinfinden in die Figur. Wenn ich wirklich sage, okay, ich bin das und ich will das jetzt nicht. Ich will was anders machen. Wenn das Spiel mich zwingt zu sagen, nein, du bringst den um, du bist böse, dann sage ich, nein, das wollte ich vielleicht gar nicht. Ich muss die Wahl haben. Wenn ich die Wahl habe, dann gestalte ich die Figur mit und bin ich als Spieler eigentlich der sagt, wer es am Schluss ist. Es ist ein Fantasy-Spiel mit seiner eigenen Welt, mit seiner eigenen Vergangenheit, wo vor 8000 Jahren, vor unserer, ich sag mal, Zeitrechnung im Spiel, die Welt von einem bösen Gott tyrannisiert wurde, den die Menschen besiegt haben, den die Menschen verbannt haben. Und jetzt, nachdem das alles so eine Legende, ein Märchen für die Leute geworden ist, kommen auf einmal diese Krieger, diese Armee von damals wieder und die lösen diesen ganzen Krieg aus. Keiner weiß, warum das passiert ist, keiner weiß, was da los ist. Das ist, ich sag mal, eine Fantasy-Welt, die in der Vergangenheit irgendwo angesiedelt ist, aber auch völlig anders ist. Sie hat ihre eigenen Gesetze, weil sie diesen Konflikt vor 8000 Jahren hatte. Sie ist eine Gesellschaft, die ohne Gott, aber mit gottgleichen oder gottgleich verehrten Menschen auskommt, nämlich die Helden, die damals den Gott bezwungen haben, um die ist eine neue Legende entstanden, für die wurden Klöster gebaut und sie haben eine sehr, sehr autokratische Herrschaft trotzdem aufgebaut und sind vielleicht jetzt selbst die Götter geworden, die die Menschen tyrannisieren. Man weiß es nicht genau. Man muss als Spieler selber rausfinden, auf welcher Seite man eigentlich steht und wem man eigentlich glaubt. Es gibt auch eine Collector's Edition und das Spiel kommt Ende Oktober raus, für den PC, für die PlayStation 4 und für die Xbox One. Und ich glaube, es lohnt sich für jeden, der Lust hat, sich ein bisschen herausfordern zu lassen, aber nicht unbedingt dafür gleich bestraft werden will.